Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoreport von FA Photographics. Heute möchte ich euch einige Tipps im Umgang mit Lightroom zeigen. Einmal, wie ihr euch den Anzeigebereich von Lightroom vergrößert und wie ihr Lightroom konfiguriert, damit es schneller funktioniert. Starten wir mit dem Anzeigebereich. Das ist jetzt der standardmäßige Anzeigebereich von Lightroom. Links habe ich jedoch den Navigator sowie das Histogramm bzw. im Entwickeln-Modus die Entwickeln-Werkzeuge so eingestellt über einen einfachen Klick auf dieses kleine Dreieck, dass sie nur dann sichtbar werden, wenn ich mit der Maus in den entsprechenden Bereich fahre. Dadurch wird der Anzeigebereich in der Mitte größer, das hilft uns schon mal. Jetzt wollen wir Lightroom noch auf den gesamten Monitor erweitern. Das geht über den Menüpunkt Fenster. Hier dann den Ansichtsmodi auf Vollbild stellen und wir haben Lightroom über den gesamten Bildschirmbereich sichtbar. Wenn ihr jetzt die Menüleiste vermisst, einfach mit der Maus in den oberen Bildschirmbereich fahren und sie wird wieder sichtbar, mit der Maus wieder rausfahren und sie verschwindet wieder. Jetzt stört uns hier noch im unteren Bereich der Filmstreifen, der nimmt auch nochmal Platz weg und ist meines Erachtens eigentlich ja, nicht wirklich sinnvoll, wenn man in der Rasteransicht ist, hat man ohnehin die ganzen Bilder des jeweiligen Ordners. Insofern braucht man da unten den Filmstreifen meiner Meinung nach nicht. Und deswegen blenden wir ihn jetzt aus, auch über Fenster. Und hier gibt es dann die Bedienfelder. Und hier kann man jetzt die Filmstreifen abklicken und hat dadurch die Anzeigegröße nochmal erweitert. Das ist sozusagen das Maximum oder fast das Maximum, was man rausholen kann. Man kann hier oben auch noch die Modusumschalter sozusagen ausblenden, also zwischen Bibliothek, Entwickeln, Karte und so weiter. Die finde ich aber eigentlich ganz hilfreich, die lasse ich immer eingeblendet. Jetzt noch eine kurze Info zur Verbesserung der Performance in Lightroom. Ihr kennt das ja auch, wenn ihr Bilder importiert habt über den Import Wizard und dann in die Ansicht geht, also zum Beispiel in die Bilder reinzoomt, dann wird immer nochmal nachgeladen. Dieses Nachladen könnt ihr vermeiden, indem ihr hier im Import-Dialog auf der rechten Seite die Dateiverwaltung expandiert und dann bei Vorschau rendern auf 1:1 stellt. Dadurch werden für alle Bilder, die importiert werden, automatisch die Vorschauen mitgeneriert und gerendert und ihr habt später keine Wartezeiten mehr, wenn ihr euch einzoomt. Dieses Rendern ist ein zusätzlicher Prozess, den kriegt ihr dann im Import-Wizard auch oben links angezeigt und erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, sind dann sozusagen die Vorschaubilder vorgerendert. Das heißt, es dauert am Anfang initial ein bisschen länger, aber dafür erspart ihr euch eben die Wartezeit, wenn ihr in die 1:1 Ansichten geht. Ist also, ich finde es sehr schön, ich habe es immer aktiv. Dann gibt es noch die Katalogeinstellungen, die man anpassen kann und auch anpassen sollte. Hier einmal die Dateihandhabung und zwar hier die Standardgrößenvorschau. Hier ist es wichtig oder empfehlenswert, dass ihr einmal die Vorschauqualität zwischen niedrig und mittel aussucht. Ich lasse die immer auf mittel. Und dann ganz wichtig ist, dass ihr eine Standardvorschaugröße wählt, die mindestens so groß ist wie die längste Seite eures Bildschirms. Also wenn ihr einen Full-HD-Bildschirm habt, müsstet ihr hier zumindest 2048 auswählen, weil 1680 kleiner als 1920, sprich die längste Kante eures Bildschirms ist. Das steigert die Performance. So, und dann könnt ihr noch unter Voreinstellungen den Cache, auch unter Dateiverwaltung, für eure RAW-Bilder anpassen. Hier empfehle ich eine Größe von 15 GB und am besten den Speicherort so wählen, dass er auf einer sehr schnellen Festplatte oder sagen wir auf der schnellsten Festplatte, die euch zur Verfügung steht, liegt. Dadurch erhöht ihr eben auch die Geschwindigkeit, wenn es darum geht, durch die Bilder zu browsen. Das waren meine Tipps zum Umgang mit Lightroom. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, alles Gute,